Guten Morgen. Boah. Was habe ich denn da gefunden? Leonie, willst du nicht doch eine Haarspange? Hm? Alle kommen zum Essen. Mmh, lecker. Mir gut? Und ich nutze die Zeit und sortiere hier die Socken. Mein Gott. Schon wieder so viele. Hier sind zwei. Juhu. Hast du ein Baby gefunden, Elias? Oh, er küsst das Baby. Sag mal, Ming Ming. Guck mal, wie er das Baby küsst. Oh, das ist süß. Was machst du? Hey! Sandale. Ja, ich glaube, der nicht. Er möchte die Treppen hochlaufen. Sein neues Hobby. Treppen hochlaufen. Jetzt hat Selina die Tür zugemacht und ist so sauer. Ich mache das Mittagessen. Und die putzt schön. Heute gibt es Gemüse mit Reis und Bohnen machen wir rein. Das ist hier Aubergine, Paprika und Zwiebel. Ja, ein bisschen Tomatenmark rein. Wasser aufkochen, Brühe, Salz, fertig, Reis dazu, mega lecker. Achso, ein Knoblauch ist noch drin. Frischer Knoblauch. Guck mal hier, was ist das? Nochmal, ich musste jetzt gerade mal anfangen. Die machen nur Quatsch, die zwei. Vorsicht! Das spießt er sich nur auf mit dem Fischmoppen. Das habe ich schon weggemacht. Ich habe gerade einen Start gemacht und meinte, ich wünsche euch einen schönen Montag. Einen schönen Start in die Woche. Aber Selina meinte, es ist doch nicht Montag, heute ist Mittwoch. Moment kurz. Was für ein Chaos. Schau erstmal die Kinder hier bereit zum Essen. Elias, Fuß rein. So, guck mal, hier ist auch schon Schnulli, der Alte. So, jetzt nochmal Hallo nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachtsfeiertage, habt schön mit eurer Familie gefeiert, gegessen. Wir waren gestern, also wir hatten ja Heiligabend, hatte ich ja mitgefilmt, und ersten Weihnachtsfeiertag, und gestern haben wir gar nichts gemacht. Deswegen hatte ich auch nicht mitgefilmt. Da sind wir einfach im Schlafanzügen rumgelaufen und einfach aufgeräumt und gegessen. Ja. Also gestern war so ein faulenzer Tag und dann war ich noch bei McDonald's, habe Essen geholt. Also so, ja, so ein Chill-Tag war gestern. Der Papa arbeitet heute wieder, sein erster Tag. Läuft alles gut, hat er geschrieben, es regnet mal nicht. Wow, vielleicht gehe ich mit den Kindern mal spazieren heute. Ich glaube, es ist der erste Tag, wo es nicht regnet. Sonst hat es die ganzen Tage voll richtig doll geregnet. Wir werden jetzt erstmal essen. Komm, Leonie, setz dich hin. Und Selina fährt dann heute zu ihrer Freundin nach Ludwigsburg und bleibt dann dort bis morgen.
Also morgen gehst du essen und am Freitag fahren wir nach Stuttgart, gell? Dann machen wir uns einen richtig schönen Tag. Ein Ferientag. Ja, Haare. Muss man saugen. Am liebsten schon die Weihnachtsdeko weg. Räumen und für Silvester schon so ein bisschen morgen dekorieren. Was ist das eigentlich? Konfetti. Oh, er hat hier sowas mitgenommen beim Action, glaube ich, war das. Und so eine Flasche. Da gucke ich mal, ob ich noch irgendwie Servietten oder so besorgen kann, weil wir haben nicht viel. So weißt du, dass wir wenigstens den Tisch ein bisschen dekorieren. Trockner ist an. Ja, Küche habe ich aufgeräumt. Achso, die Dose muss noch nach hinten. Da habe ich ja jetzt hier diesen Eimer. Das ist richtig praktisch zum Wegtragen dann. Glasmüll. Wir müssen auch unseren Weihnachtseinkauf. So durcheinander. Die ganzen Feiertage. Unseren Silvestereinkauf machen. Das werden wir wahrscheinlich morgen machen. Genau. Selina und ihr Freund möchten Sushi machen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Selina war ja gestern eingeladen, hat heute süßen Geschenke mitgebracht. Also war richtig schön. Haben wohl auch einen Spieleabend gemacht. Das ist so schön, die Sonne heute. Wow. Ich kann die Kamera gar nicht hoch genug halten. Sieht man mein Doppelkinn. Ja, ja, so mein. Egal. So. Ja, heute ist. Warte mal überhaupt. Montag ist heute nicht, wäre gelogen. Heute ist Mittwoch. Der erste Tag, wo alles wieder auf hat. Das heißt, wir stürmen selbstverständlich das Kaufland, aber auch nur. Dachtest du auch, heute ist Montag? Nein. Ich bin normal. So, das heißt, wir stürmen heute Kaufland, habe ich ja gerade schon gesagt, weil es ist jetzt gerade mal 13.10 Uhr. Wir werden jetzt ins Kaufland gehen, habe ich glaube ich schon das dritte Mal gesagt jetzt, aber ja. Ich kann nicht so viele Sätze ineinander sagen, weil ich muss immer mal Luft holen. Ich bin nämlich lungentechnisch immer noch nicht so gut, wieder auf dem Dampfer. Ja, ich hoffe, euch geht es besser als mir. Trotzdem nützt alles nichts. 4 Tage durchstehen. Heute haben wir schon einen, das heißt noch 3 Tage, dann ist schon wieder Feiertag. Beziehungsweise Sonntag und dann Feiertag. Dann muss ich einen Tag arbeiten, einen Tag frei, 3 Tage arbeiten, nochmal frei. Ist das nicht schön? Ja. Gucken wir mal. Machen wir einen schönen Haul. Und gucken wir mal, was hier abgeht. Guck mal, was hier ist. Oh. War letzte Woche beim Kaufmann im Angebot. Mein Lieblingskuchen. Gedeckter Apfelkuchen. Ja. Jeder, der mich kennt, weiß das. Also, Pakete bitte an die Packstation schicken mit gedeckten Abflug. Bis später. Hui. Ja, die aufgebauten Geschenke sind immer noch im Betrieb. Der gerade erst erwachte Elias ist noch rot im Gesicht. Ja, Elias ist vorhin mit seinem Köpfchen an Selinas Kette hängen geblieben, oder Anhänger. Es hat wehgetan. Jetzt hat er einen Kratzer. Er ist sehr mitgenommen, immer, von uns. Okay, Elias? Ja. Dein Dobby, den beißt er immer in die Nase. Hat ja auch ein langes Stück. Ja. Jetzt müssen wir den Kerl erstmal ein bisschen wach kriegen, weil sonst wird er die ganze Zeit weinen. Draußen ist schönes Wetter. Das werden wir jetzt nutzen, weil morgen geht es wieder nicht mehr so kurz. Ja, wir könnten ja eigentlich laufen, aber wir haben die Wasserkisten. Genau. Wasser, das klappt nicht. Nicht laufen. Okay, Elias? Papa. Treppen laufen? Oh je. Ja, Elias neueste Sache ist, er will immer hoch. Weil oben gefällt es ihm besser als hier unten, obwohl es da kälter ist. Der läuft gerne die Treppen hoch. Ja. Macht zeigt Spaß, er immer hoch. Und wenn wir ihn dann wieder mit runternehmen, oh je, dann gibt's Theater. Ist ja auch sein Zimmer da oben, aber trotzdem. Pff, guck. Ja, da ist noch eine Flasche. Okay, warte, Leonie, wir nehmen die hier. Die weißen Zwiebeln. Solche haben wir noch. Die haben wir noch. Guck mal, sehen die gut aus? Die kannst du in den Wagen tun. Pass auf, ist schwer. Schwer, gell?
alleine. Große Fädchen. Super. Knoblauch. Das ist Kohl. Rotkohl. Riesig, gell? Das kannst du gar nicht tragen, so schwer ist das. Gurke. 99 Cent. Brokkoli brauchen wir nicht. Was denn? 1 Kilo Bananen 50 Cent. Echt? Schnäppchen. Kann man Schokobananen machen. Ja. Machst du das her? Ja. Was sind die sonst? 35 Cent. 35 Cent Bananen. Jetzt essen wir bis Silvester nur Bananen. Ja, für 85 Cent für 2 Kilo Bananen. Ja, das ist ja. So. Elias will auch gleich eine. Ja, ja. Du kriegst dann einen. Ja. Aber deswegen stehen so viele hier. Ja, genau. Weil die schon Punkte haben und wahrscheinlich sich nicht mehr. Alle kaufen Bananen gerade hinter uns. Der Mann hat auch einen Riesensack. Zeig mal. Genau die, Schatz. Oben? Mhm. Ah, da sind auch noch welche. Ich hab's gar nicht gesehen. Was willst du noch? Sieht ja alle lecker aus. Nochmal. Gelbes hast du auch? Gelbes BVB. Ja, ich weiß. Hast du ja gut. Red Bull. Nehmen wir mal ein Stück, weil ich mich immer. Was gibt's hier für Schnäppchen? Ein Haus. Ein Haus, ist aber immer noch teuer. 7,50 Euro. Ja, guck mal hier, Lukas. Das ist auch im Angebot. Da sind auch 30 Cent. Ja, ich weiß, alles. Oh, wow. Oh, Entschuldigung, mein Schatz. War ich das? Was kostet das noch? Mama, steht kein Preis, ne? Hier. 2,99 so Sushi-Roll-Dingsbums hier. Und das kostet 5 Euro. Für 5 Blätter. Krass. Jetzt weiß ich, warum Sushi so teuer ist. Und Sushi-Reis brauchen wir. Der oder der? Schau mal auf. Unser Einkauf. Fertig? Sehr gut. Mit ist ein. Okay, aber sonst haben wir hier keinen Platz zum Durchlaufen. Dann komme ich nicht an die Waschmaschine rein. Ja, ich hoffe, es reicht bis Silvester. Ja, ich hoffe auch. Ich glaube, ich schließe den Raum hier ab. Okay, Elias, ja, wir räumen. Am besten wie so ein. Lager. Ja, nee. Wie das hier aus. Da oben wie stehen sie noch einmal. Mein Geld. Fahrdose. Nee, oh, ich muss kurz Leonie helfen. Ja. Wow, machst du das schön. Ja. Ganz schnell geht das hier, der Treppe. Wie kaum? Das ist so schnell da oben, das ist der Hammer. Papa. Voll aufpassen, ne? Wenn die Tür auf ist, ist es sofort auf. Rein heute messen? Hast du noch alle 10? Ich guck mal. Ja. Ba. Ja. 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 Bist du jetzt oben? Hast du es geschafft? Nun, das Zimmer. Du hast mehr Puste. Aufräumen, glaube ich, ne? Und nur so ein bisschen. Gell? Okay. Wenn sie mich anguckt. So. Kaffeemaschine ist an. Und gleich Kaffee. Hier können wir wieder den Knoblauch auffüllen. Mal komplett leer. Wow. Ist immer so lustig, ne? Roy sagt mir gestern Abend, der Knoblauch ist verfault. Kann ich nicht mehr benutzen. Aber anstatt den wegschmeißt, lässt er das in den Behälter. Und ich habe heute Morgen dann auch nach Knoblauch geguckt, weil ich es vergessen habe. Da habe ich den weggeschmissen. Jetzt haben wir wieder
fischen. Hör mal auf die Haarspange, die Leonie mir vorhin reingemacht hat. Ich denke gerade, was stört mich da am Ohr? Ja, da haben wir auch immer Glück. Wir greifen immer die Packung, wo eine verfault ist. Hätten wir auch gucken können, ne? So, Arbeitsaufteilung, das macht die Spülmaschine. Papa läuft hier Kilometer mit dem Elias. Und die Mama liegt gerade hier die Wäsche zusammen. Die gehe ich auch gleich hoch und mache den Schrank. Leonie ist ein Joghurt. So, jetzt räumt der Papa die Spülmaschine ein. Das mag nämlich keiner hier, außer wir. Also mir macht es nichts aus in dem Räumen. Ich guck kurz und ich räume ganz schnell die Wäsche in den Schrank. Kommst du mit? Zerstört. Mama und Leonie bauen irgendwas. Das muss akkurat sein übrigens. Ich habe gerade den Stein so hingelegt. Warte. Was machst du hier? Du kommst. Hast gesehen? Muss akkurat sein. Das ist eine ordentliche, gell? Ja, ich helfe dir. So rum? Ja. Elias, nein, nein, nein. Das spricht alles nach. Nein, nein, nein. Ui. Das macht Spaß, hä? Papa macht das Abendessen. Ja, jetzt ist hier ja, schon das platt. Wollte ich eigentlich im Kaufland noch mitnehmen und habe vergessen. Aber oh, das mal dieses, Rührei-Gewürz, das ist so. Das ist ein Tennisarm. Lecker. Das könnt ihr zu allen Sachen nehmen. Zum Beispiel Zucchini angebraten. Das schmeckt das auch total gut. Was suchst du, mein Schatz? Hm? Auto. Auto? Also, habe ich gerade gesagt, es gibt Sushi und Ei. Und Brötchen? Ich weiß es nicht. Ich habe gar nicht vergessen. Das Auto. Das Auto. Ja! Hey. Das ist die Auto. Gelernt ist gelernt. Von rechts einsetzen und zack. Hier ist noch Fenster auf. Das sieht voll. Es ist zwar sonnig, aber richtig. Oh, das Fenster geht so schwer zu. Ist aber richtig kalt. Ihr Lieben, ich wollte mich nur noch von euch verabschieden. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen alle wieder.